Und wir sind wieder bei Velsarbor. Wir haben ein Säckchen gefunden. Hurra. Das verlorene magische Paket. Doch bevor wir es dem armen Mann wiederbringen, der in seinem Häuschen ganz verzweifelt nach eben diesem Paket sucht, werde ich einen Fehler aus dem vorherigen Video korrigieren. Let's Player Regel Nummer 37. Wenn du Let's Playst und du eine Brille tragen musst, dann setze sie auch bitte auf. Wenn du eine Patch hast, eine Silbermünze habt, bla bla. Wir haben eine Silbermünze. Das habe ich übersehen. Kommt vor. Und zwar einer. Besitzen wir 8 Panzerschalen. Wir kaufen es. Kaufen! Hurray! Ich will mehr. Gib mir mehr Panzerschalen. Ich meine. Mehr Rüstungen! Okay, wir haben jetzt. Endlich den Käferpanzer. Schwach gegen Wasser, aber erhöht den Schutz doch. Ganz okay, würde ich sagen. Wir geben ihm. Oh, sie kann leider keins tragen. Schade, denn sie hat eine so schwache Verteidigung. Aber ich glaube, ich gebe ihr die Federweste, damit sie nicht mehr ganz so schwach dasteht. Ja, eine gute Wahl. Was hatte sie hier noch? Schattensiegel. Ja. Okay, bleibt so. Der Rest bleibt so. Und natürlich noch die Ausrüstung von Kent und Kibon. Überprüfen. Oh, er kann auch kein Käferpanzer tragen. Dann bekommt ihn eben Kento. Die anderen sind sich wohl zu fein für so etwas. Na gut. Muss man akzeptieren. Gut. Herrlich. Wir haben endlich den Käferpanzer. Auch wenn er echt scheiße aussieht. Nun gut. So, wo war das jetzt? Hier war es. Hallo. Guter Mann, stehen geblieben. Ah, mein Paket, ich hab's gefunden, wunderbar. Sag dir, wo war es denn? Es lag auf einem Scheißhaufen. Im Hinterhof vom Waffenladen. Dort lag es in einer Ecke. Ah, wie konnte ich Trottel es nur dort liegen lassen? Wie auch immer, vielen Dank. Hey, wärt ihr auch so nett, mir das Paket noch zur nächsten Postversandstelle zu bringen? Klar, wir haben ja sonst nichts zu tun. Vielen Dank, das Paket geht nach Paconia. Die Versandkosten werden wohl nicht ganz ohne sein. Nehmt das Geld hier. It's dangerous to go alone, take this money. Und das hier noch extra für all eure Mühen. Reflextrank. Vielen Dank für alles im Voraus. Kein Problem. Wir sind Helden. Und Helden, Helden machen alles aus Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Paket jetzt so einfach wird. Irgendetwas steckt doch wieder dahinter. Irgendeine große Quest. Irgendwelche Probleme werden wieder auftauchen. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Paket. Ah, okay, lassen Sie mich sehen. Ah, ein Paket nach Paconia. Da verlangen wir eine Gebühr von 350 Feier. Haben wir auch 350 erhalten? Von diesem Mann? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. In Ordnung, das Paket wird so bald wie möglich abgeschickt. Sie bekommen noch einen neuen Stempel auf Ihre Karte. Dürfte ich Sie bitte kurz haben? Natürlich. Oh, wir haben schon mal ein Paket verschickt? Habe ich ganz vergessen. Bitte sehr, wehren Sie uns bald wieder. Kein Problem, wir sind Helden. Wir sind wie Postboten. Auch Postboten sind Helden. Und zurück in die Stadt. Nach Genzurin. Dort haben wir so gut wie alles erledigt. Wir haben mit allen gesprochen. Tolle Ausrüstung gibt es leider nicht zu kaufen. Obwohl wir im Geld schwimmen. Aber eins ist noch nicht erledigt worden. Der Besuch im Inn. Denn dort wird uns noch eine Sequenz erwarten. Ich versuche erstmal etwas. Ah, hier unten geht's weiter. Habe ich es mir doch gedacht. Und hier rechts. Nichts. Blume steht im Weg. Verdammte Blumen. Wären die nun nicht so steinhart. Ah, endlich. Na wunderbar, hier ist ja noch was frei. Bei der Menge an Menschen hier, da haben wir wohl Glück gehabt. Ich habe seit wir in Sinkholm waren noch kein Bier mehr getrunken und seit noch viel längerer Zeit kein gutes.
Was habt ihr bloß immer mit eurem Bier? Es ist bitter und schmeckt sonst nach nichts. Was soll daran so toll sein? Es macht süchtig. Man muss genug davon getrunken haben, um es zu verstehen, Soko. Ja, das stimmt tatsächlich. Komm, bestell dir auch eins. Ich wette, wenn wir zurück von dieser Reise sind, wirst du Bier zu schätzen wissen. Außer Schwarzbier. Schwarzbier schmeckt beschissen. Nein, danke. Keine Widerrede. Meinetwegen. Aber wenn es genauso schlimm ist, wie ich es in Erinnerung habe, wird dies das erste und das letzte Bier dieser Reise bleiben. Und du trinkst besser nichts Alkoholisches, Kumpel. Kibon, irgendwann bekommst du mal so richtig eins auf die Fresse. Von Soko hast du schon eine bekommen. Von deinem besten Kumpel kannst du auch gerne noch eine abbekommen. Dann schmeiß ich mir Herrn Urotos nach dir. Ja, ja, bestellt mir am besten einen Tee und Zwieback und schickt mich gleich ins Bett. Du drauf verstehst. Ah. Ich frage mich immer noch, wer diese merkwürdigen Personen eigentlich waren, denen die beim Grabdenkmal begegneten und wieso sie ausgerechnet Kento angegriffen haben. Ja, vielleicht sollten wir hier ein bisschen rumfragen, ob etwas über diese Person bekannt ist. Personen. Ich bezweifle irgendwie, dass die Leute in diesem Dorf etwas über diese Person wissen. Leute, die auf den Wind reiten, fällt doch überhaupt niemandem auf. Wüssten sie von ihnen, wäre es oberstes Gesprächsthema und wir hätten es bereits gemerkt. Ich meine, diese Leute konnten fliegen. Das stimmt schon irgendwie. Das mag halt etwas kaltherzig klingen, aber können wir diesen Fall etwas zurückschieben? Ich bin hier der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt. Vorerst müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Am ehesten können Sie in Domarco Informationen sammeln, während ich mit anderen beschäftigt bin. Ich muss mal aufs Klo. Kaltherzig, ja, wie immer. Sie haben recht. Es ist doch wahrscheinlich, dass wir in Domarco die Informationen finden, die wir brauchen. La, la, la. Zur gleichen Zeit in der Nähe. Oh. Nein. Nein. Schaut mal, wer wieder da ist. Wer bleibt zählen schon wieder? Ich weiß es nicht, aber wenn er so lange fort ist, kann das nichts Gutes heißen. Du meinst, er wurde gefangen genommen? Nein, er ist verschwunden. Er ist tot? Ja, verdammt. Nein, er könnte etwas entdeckt haben und einen neuen Diebstahl planen. Gleichbedeutend damit, dass wir bald alle gefangen sein werden. Wie sind die entkommen? Hey, ihr werdet nicht glauben, was ich gesehen habe. Sie sind hier. Die Leute, denen wir zu verdanken haben, dass wir fast eingekerkert wurden und uns hier in diesem Kaff verstecken. Es waren also doch die Diebe, die, ohne Spuren zu hinterlassen, geplündert haben. Den verantwortlichen Neffe sehe ich tagtäglich und er steht gerade vor mir. Halt die Fresse, Jorn. Was zum... auch mit diesen Unterstellungen, du kriegst ein paar hinter die Löffel. Wer auch immer, sie sind hier, die Soldaten, die uns sehen können, die uns halt in diesem Dorf ertappt haben. Ja, schön zu wissen, und? Wie und? Wir werden endlich unsere langersehnte Rache bekommen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Weißt du eigentlich, wie viele Level die jetzt gestiegen sind? Ja, wir müssen den Leuten zeigen, dass sie es bereuen werden, wenn sie sich mit uns anlegen, den Zinka-Brüdern. Sam, das ist Wahnsinn. Wir sollten froh sein, dass wir gerade auf freiem Fuß sind. Bestimmt, Sion. Der Racheakt will nur dazu führen, dass wir wieder eingesperrt werden. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Wozu haben wir bitte die letzten Tage durchgehend trainiert, um davon zu laufen? Um uns im Notfall zu verteidigen. Nein, um es den Leuten heimzuzahlen, die sich mit uns angelegt haben. Und er hört euch meinen Plan an. Da, da, dann, dann. Ja, das ist ekelhaft. Ich habe gehofft, dass sie hier im Osten etwas besseres Bier haben. Aber das hier unterbietet sogar das Zeug aus Stink... Sinkhol. Tut mir leid, Soko, das ist wirklich kein schöner Einstieg für dich. Was redest du da? Ich finde es gar nicht schlecht. Es ist wenigstens nicht so bitter, wie ich es in Erinnerung hatte. Und es hat ein bisschen was von Spülwasser. Ich mag Spülwasser. Ich glaube, ich bestelle mir gleich noch eines. Oh je, das kann ich nicht mehr ansehen, wie dieses Zeug trinkst. Alleine davon wird mir schlecht. Du übertreibst vielleicht etwas, oder? Okay, ein bisschen angereicherter Urin, ein wenig Spülwasser und vielleicht die Exkremente von Tauben. Aber ansonsten, wenn dir schlecht wird, geh etwas in die frische Luft. Ja, das ist eine gute Idee. Bin ja mal kurz draußen.
Herr Otto, Sie scheinen sich ja ziemlich gut mit dem kotsuyenischen Volk auszukennen. Wie kommt das eigentlich? Ah, das ist eine lange Geschichte. Und die ist so lang, dass ich sie Ihnen erst im nächsten Video erklären kann. Ach, das ist aber schade. Ja, es tut mir leid. Wir können jetzt nochmal aufs Klo gehen und dann reiten wir los. Was bitte? Tut mir leid, ich habe zu viele Kinofilme gesehen. Also bis gleich bei Wilsarboa.